Alles senkrecht? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. So. Ich bin dein Gott. Oh, ich hatte gehofft, ich würde euch nicht ganz so bald wiedersehen. Es sieht so aus, als hätte diesmal wenigstens ein paar Bergleute überlebt. Ich bin stocksauer. Tja, nun. Die Söldner haben ihre Arbeit getan. Waren jeden Septim wert. Natürlich sind manche da vielleicht anderer Meinung. Die Toten zum Beispiel. Bei den Göttern. Was für ein Debakel. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber Übung macht schließlich den Meister. Ihr geht und erledigt erneut die Draugr. Und ich halte den Rest dieser Envar davon ab, davon zu laufen. Wenn sie die Draugr nicht aufhalten konnten, wer dann? Nun? Also auf jeden Fall cool. Jetzt sollen wir wieder Draugr vernichten, weil der Sack nichts auf die Reihe kriegt. So, gehen wir rein. Aber wir haben im Hinterkopf, es gibt dafür eine Macht. Und jene sind zu schwach, um nach ihr zu streben. Ne, also machen wir uns auf den Weg. Suchen diese Draugr, machen sie platt. Und schicken die Leute wieder an die Sklavenarbeit. Ich hoffe für ihn, dass das gut aus was rausspringt. Ich sehe schon den nächsten Gegner. Ja, eigentlich bin ich hier falsch ausgestattet. Krass, die haut ganz schön rein. Naja, die hat ja auch Gift dabei. Ne? Alter Schwede. Den habe ich aber gegeben. Das sieht echt jedes Mal anders aus hier für mich. In welche Richtung hast du geschossen? Eben mit zwei Hände. Ach, jetzt haben sie Kolbjorn-Wachen hier. Hier hingestellt. Da, Fuß, Rau. Da, Fuß, Rau. Da. Ey, ist das zugänglich? Huch. Ja, seht ihr das? Bark. Ach, die kann auch trotzdem Magie. Ach, die. Die ist ja. Oh. Ihr habt einen Kopf in. Ihr habt einen Fall im Kopf. Das muss. Das muss Baby tun. Na. Nö. Es ist noch nicht ganz freigelegt. Ich kann also die Schrift nicht lesen. Ich kann's. Mhm. Whatever you say. Knuckles, bist du das? Es knackt so lustig. Kann die Tür mal eben aufschließen? Oh ne, bitte nicht. Spinnen. Oh Gott. Ich wäre fast gestanzt worden. Das hätte bestimmt wehgetan. So. Heiß. Huch. Ja.
Sorry. War nicht meine Schuld. Ja, klasse. Ich habe mich verlaufen. Aha. Jetzt muss ich hier also irgendwelche... Seems to be very popular, don't you think? It's all people ever seem to eat. Hat sie gerade was mit Brad gesagt? Oh, oh. Warte mal. Ohne bitte ich macht das immer am geilsten. Pass auf die Steine auf. Sie sind überall. Ich weiß immer noch nicht, wo ich bin. Ach, die stellt sich mir in den Weg. Oh, das war's schon. Cool. War ja einfach. Was? So, have you ever read The Lusty Argonian Maid? It sounds like my kind of book. Nö, habe ich noch nicht gelesen. Just because I'm female doesn't mean I can't enjoy a nice classy piece of literature. I've heard it's quite intellectually stimulating. Was? Was willst du stimulieren? Actually, I just heard it was stimulating. Although I don't think it was the intellectual kind. Ja. Gut. Kann sein, dass ich mal einen Witz verhört, dann würde ich mich jetzt schon dafür entschuldigen. Weil ich das nämlich nicht 1:1 übersetzen kann nebenbei, während ich zocke. Und ich muss das doch auf eine Stunde... Scheiße. Heiß. Ja, wo macht man das dicht? Offenbar nirgendwo. Geld nehmen und raus. Ja, raus, dachte ich. Tschüssi. Ja, ist gemein. So. Wie macht man denn hier die Tür auf, bitte? Boah, da will ich hin. Seht ihr das? Das ist ein schwarzes Buch. Wie macht man die Tür auf? One of the nicest voices in Skyrim, or even Tamriel for that matter. I must say I am inclined to agree. Ich glaube, das war sie selbst jetzt als Hommage sozusagen. Weil sie so viele Dinge gesprochen hat. Dinge vor allen Dingen. Was meine ich, wo ist? Hier muss doch irgendwie so ein Hakenenter sein. Eine Truhe. Die war leicht zu öffnen. Rolle der Massenlähmung. Ja. Dauerhaften Unsichtbarkeit. Oh. Kann natürlich auch sein, dass ich noch nicht da durch kann.
angeblich ist hier noch nicht alles. Ich werde oben nochmal die. Das machen. Ne, damit hat es nichts zu tun. Sehr merkwürdig. Soll ich hier vielleicht irgendwie rüber? Da ist auch irgendwie nichts. Hm. Müssen wir später erkunden. Ach, sie war auch auf Winterfeste. Und hat Sachen verzaubert. Ist allerdings schief gegangen. Deswegen lässt sie das. Gut. Ach, hier bin ich jetzt wieder. Cool. Ja. Das ist schön. Ich ziehe schon die Macht an, aber ich kann sie nicht einsaugen. Das wäre jetzt krass, wenn ich da hingehe. Das wäre voll geschummelt dann. Wenn es dann zündet. Nee, ich mach sowas nicht. Wir machen sowas nicht. Wir machen sowas nicht. Wir machen sowas nicht. Wir machen sowas nicht. Ich werde immer leiser. Das ist nicht gut. Jenen durch... 3 Folgen. Drei Folgen. Autosave. Wenn Sie die Draugere nicht aufhalten konnten, wer dann? Nun? Lass mich doch mal drauf. Das ist jetzt Drahles Problem. Nun? Ja. Stell dich vor mir, bitte. Nun? Nun? Alle Trauger sind tot. Gut. Wenigstens auf euch kann ich mich verlassen. Ich glaube, wir sind fast am Boden des Hügelgrabs angelangt. Doch ich werde alles tun, was ich kann, um weitere Bergleute zu finden. Wir haben uns einen guten Namen gemacht. Aber mit genügend Gold kann ich es schaffen. Gerade so. Wie viel? 5000. Ihr wollt 5000 Septime? Ich weiß, dafür könntet ihr schon fast ein Haus bekommen. Aber wie ich schon sagte, wir sind hier draußen ziemlich berüchtigt. Und Gold ist das einzige Gegenmittel gegen einen schlechten Ruf. Habt ihr das Gold? Ja. Das habe ich in der Tat. Gut, gut. Diesmal zahle ich für ein paar erfahrenere Haudegen. Damit dürfte es klappen. Meno. Übrigens, ich mach mal Folgendes. Die sappelt mir so ein bisschen zu viel. Glaub, so ist in Ordnung. Gut, ja, kehrt nachher zurück. Ne? Ja. Wir werden Verana finden. Dazu muss ich wieder nach unten. Also machen wir uns auf den Weg nach Rabenfels. La la la. Bad if a guy found out his wife was Dragonborn, he wouldn't be best pleased. Men already constantly complain about being shouted at by the wives. I mean, can you imagine a Dragonborn woman shouting at her husband? That would really give him something to complain about. Ja, ich glaube, das würde dann so enden. Du dämliche Schlampe! Ne, wie war das? Ach ne, die Frau den Ehemann anschreien. Du! Wie schreien denn Frauen an? Arschloch! Was? Runter! Hm.
Ja, Frauen sind tatsächlich berüchtigt. Boah, habe ich Glück. Hab ich Glück. Die ziehen einen doch eh nur das Geld aus der Tasche. Halt's Maul. Asuras Mond zeigen reicht schon. So, ich suche jemanden. Verana, Verona, Varona, Varon, Varoni, Veran. Habt ihr es gesehen? Was ist denn da los? Ach, der macht Holz. Ah, okay. Sah so aus, als würde da einer hinfallen und Sachen schmeißen. Da habe ich auch eine Mod gefunden. Die ist aber ein bisschen komplizierter zu installieren. Deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Hier ist viel mehr los, seit sich. Seht es euch an. Seht es euch an. Ich glaube, ich habe ein paar Sachen tatsächlich, die verkauft werden können. Unter anderem irgendwie so ein Bogen oder so, ne? Ja, genau. Ein Jagdbogen. Boah, den Stab weg. Zephyr weg, genau. Wenn ihr Vorräte braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Ich warne euch nur einmal. Geht mir aus dem Weg, dann werden wir uns bestens verstehen. Eure Taten waren ein wahrer Segen für uns, Serio. Seht mich an. Bei mir hat sich das Blatt gewendet. Ja? Und das verdanke ich euch. Lebt wohl, Freund. Euer Mitleid brauche ich nicht. Und seht mich nicht so an. Ich weiß, was ich bin. Warum sollte ich Mitleid mit euch haben? Hat nicht jeder Mitleid mit den Obdachlosen? Seht mich an. Ich bin nicht besser als ein Bettler. Ich war früher im Bergbau tätig. Und das mit Erfolg. Ich habe in einem Monat mehr Gold verdient als andere in ihrem ganzen Leben. Als die Mine erschöpft war, war ich am Ende. Ich beherrsche kein anderes Handwerk. Also vertrinke ich seitdem mein Vermögen im spuckenden Netz. Zumindest habe ich das früher gemacht. Früher? Was ist passiert? Dieser Mistkerl Geldes lässt mich nicht mal mehr rein. Angeblich bin ich schlecht fürs Geschäft. Wenn ich meinen letzten Beutel Münzen ausgeben möchte, um mich zu betrinken, ist das doch meine Sache. Was geht Ihnen das an? Ich könnte für euch mit ihm reden. Ihr könnt es ja mal versuchen. Wenn ihr diesen störrischen Esel dazu bringt, mich in den Netz zu lassen, sorge ich dafür, dass ihr angemessen entlohnt werdet. Überzeuge Geldes, Driebraslatlag zum Gasthaus zu gewähren. Eine einfache Bitte dürfte kaum ausreichen. Ich weiß nicht, wer euch geschickt hat, aber auf dem, was ihr getan habt, können wir aufbauen. Hoffentlich können wir uns irgendwann für eure Güte revanchieren. Bestand. Quatsch. Das wollte ich haben. Bla bla bla, Mr. Freeman. Geldes. Tracking-Marker. Oh ja. Stimmt. Durch die Vernichtung der Aschenbrot ist die Arbeit in den Feldern sicherer geworden. Danke. Ah, da. Boah, die Frage ist, wo ist die? Wo soll ich die eine Frau finden? Ist geöffnet, die Leute gönnen sich etwas zu trinken und ich verdiene wieder Gold. Ganz wie früher. Warum hat Bralsa Drehhausverbot in eurem Gasthaus? Habt ihr euch das arme Mädchen mal angesehen? Sie ist vollkommen durcheinander. Früher war sie reicher als Ratsherr Morwein und sie hat alles ausgegeben, um ihren Kummer zu ertränken. So gerne ich auch Gold verdienen würde. Ich kann mir das nicht mehr mit ansehen, auf keinen Fall. Sie hat ein Recht darauf, das zu tun, was sie will. Da habt ihr wohl recht. Wenn sie ihr Leben am Boden eines Bierkruges verbringen möchte, dann ist das ihre Entscheidung. Sagt ihr, dass sie hier jederzeit willkommen ist. Okay. Passt auf euch auf, Fremdling. Ja.
Ey, das ist echt doch der Wahnsinn. Wo soll ich hin? Kennst du Verana? Der beste Schwertkämpfer von ganz Morrowind steht euch zu Dienst. Nee, danke. An diesen Findlingen zu arbeiten war, wie ein Wissen. Würde mich nun entschuldigen. Ich bin froh. Ey. Vielleicht finden wir sie. Vielleicht aber auch nicht. In der nächsten Folge, oder? Nachdem die Aschenbrut erledigt ist, kann ich meinen Männern die verdiente Rast gönnen. Gut gemacht. Danke. Vielen Dank. Die Minen sind offen und im Laden ist wieder was meiner los. Männer spürbar gestand. Oh, guck mal. Passt auf euch auf. Solstheim ist seht mich an. Bei mir hat sich das Blatt gewendet. Und das verdanke ich euch. Ihr seid im Sprungenden Edge jederzeit willkommen. Nun, dann mache ich mal besser das, was ich am besten kann. Hier, das trage ich als Andenken an glücklichere Tage. Vielleicht findet ihr ja Verwendung dafür. Oh. Andenken, ist klar. Ist schon recht. Stirbt das denn, fühlt es an sich? Alter Schwede. Das sind Zweihänder, ne? So wie es aussieht, das sind Zweihänder. Ich arbeite für Morgul. Wenn ihr ein Problem habt, sprecht ich weiß nicht, ob ich ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Nelod hat mich darum gebeten, seine Dienerin Vlalala zu finden. Zuletzt wurde sie in Telmetrin auf dem Weg nach Ravenfels gesehen. In Telmetrin auf dem Weg nach Ravenfels. Also die war da zuletzt. Seit dem Tod meiner Mutter. Ich spring mal darüber. Und da sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.